Bam. Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Heute leider ohne Intro. Ich habe das leider zeitlich nicht mehr geschafft und mir ist auch nicht wirklich eine Story eingefallen. Das heißt, das heutige und das nächste kommende Video ist ohne Story, weil ich nehme heute zwei Videos auf, da ich aktuell wieder nicht so viel Zeit habe. Ich weiß nicht, ob es danach weitergeht mit den Intros, aber naja, wir gucken einfach mal, je nachdem, wie ich da so Ideen habe. Ich habe ja eh gesagt, ich mache nur so lange, bis ich keine Ideen mehr habe. Heute sprechen wir darüber, wieso ein Chamäleon so aussieht, wie es aussieht. Ja? Wieso es so eine Zunge hat, wieso es diese komischen clownartigen Füße hat, wieso es den Schwanz hat und warum es zum Beispiel bei der Futteraufnahme oder bei der Jagd anfängt zu zittern oder zu zappeln. Das fand ich mal ganz spannend, weil ich sag mal so, diese Eigenschaften haben jetzt manche andere Tiere nicht. Deswegen dachte ich mir, ich gehe da mal ein bisschen genauer drauf ein. Und zwar fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an, und zwar warum wackelt ein Chamäleon? Vorweg, das fällt einem wahrscheinlich meistens als Jungtier auf, dass Chamäleons anfangen zu wackeln, wenn ihr vor dem Terrarium steht oder wenn ihr dem Tier Nahrung hinhaltet. Das hat zweierlei Gründe. Wenn das Tier neu ist, fängt es an zu wackeln, wenn es euch sieht. Ne, das ist dann einfach so eine klassische Tarnungsbewegung. Ich sag mal so, in dem Moment versucht das Tier ein Blatt zu imitieren. Ne, das ist ja hoch in den Bäumen, da sind viele Blätter in der Nähe. Deswegen versucht sich das Tier da ruckartig durchzubewegen. Das Tier kann es, das macht es sowohl beim Stehen als auch beim Laufen. Wenn ihr zum Beispiel anfangs vor dem Terrarium steht und das Tier euch noch nicht gut genug kennt, wackelt es bei euch auch, weil ihr es denkt, ihr seid ein Raubtier, sag ich jetzt mal, was es fressen will. Und bei der Jagd ist es zum Beispiel so, dass das Tier zum sicheren Schuss sich dann erstmal an das Tier heranwagen kann. Und im besten Fall macht es das dann auch wackelnd und zitternd, so nach dem Motto, ich bin nur ein Blatt, ich bin keine Bedrohung für dich. Und dann schlägt es einfach aus dem Nichts zu. In freier Wildbahn haben Chamäleons dieses Ruckeln Leben lang. In Gefangenschaft, sage ich jetzt mal, wenn ihr es hier als Haustier habt, hat es das noch anfangs als kleines Chamäleon, sage ich jetzt mal, aber im weiteren Verlauf des Lebens des Tieres hört das irgendwann auf. Ich vermute einfach mal, dass das Tier dann irgendwann merkt, dass das Futter vor allem nicht wegrennt, wenn das meistens dann nur ins Terrarium gehalten wird oder so und dass ihr natürlich dann auch keine Bedrohung mehr darstellt, sodass es nicht notwendig ist fürs Tier, wackeln durchs Leben zu gehen. Wenn das falsch ist und ihr eine bessere Erklärung habt, dann gerne in die Kommentare. Gehen wir weiter mit dem Punkt, wieso haben Chamäleons diese zangenartigen Füße? Wie ihr wisst, ist das Chamäleon ja ein Baumbewohner und diese Äste sind ja meistens rund oder beziehungsweise sehr schmal, wo es doof ist, mit unseren Händen so rumzugreifen, weil wir zum Beispiel immer unser Handgelenk drehen müssten. Die Evolution dachte sich, okay, Chamäleons sind Baumbewohner, deswegen quitten wir diesen Scheiß und machen die Hände direkt so, damit das Tier optimal um diese Äste herumgreifen kann und das auch fest und sicher tun kann. Deswegen sollte man Chamäleons auch bei sich zu Hause nicht über den Boden laufen oder über weite Flächen, wo die ihren Fuß nicht drum machen können, weil die sonst ihren Fuß aufgrund der Krallen überdehnen, was auch nicht so toll fürs Tier ist. Deswegen immer gucken, dass sie dann einen Ast haben oder sonst was, wo die vernünftig mit ihrem Fuß drum greifen können. Das Kugelgelenk im Fußgelenk des Chamäleons ist vergleichbar mit unserem Schultergelenk. Ja, wir können unsere Schulter ja auch in alle möglichen Richtungen bewegen, das kann das Chamäleon auch. Dieses Gelenk ermöglicht dem Tier halt auch noch zusätzlich das sichere Klettern natürlich. Das Chamäleon-Handgelenk ist jetzt nicht so wie unser Handgelenk, dass das jetzt hier halt so ein bisschen beschränkt ist, sondern das ist halt wirklich vergleichbar mit der Schulter, dass man schöne, ausführliche Bewegungen machen kann und alles. Das Fußgelenk ist quasi unser Schultergelenk. Der Schwanz von einem Chamäleon ist auch eine sehr spannende Nummer. Und zwar habt ihr schon gemerkt, dass sich das Chamäleon beim Klettern eigentlich überall mit dem Schwanz festhält. Das hat zugrunde, dass der Schwanz des Chamäleons die letzte Absicherung ist. Das könnt ihr euch quasi vorstellen wie so ein Kletterer, der da an den Wänden da hochkrabbelt. Der hat ja auch so eine gewisse Sicherung. Der krabbelt dann auch erstmal überall lang, muss testen, okay, wo hält es mich, wo kann ich eventuell abrutschen. Das gleiche Prinzip verfolgt das Chamäleon. Das Chamäleon ist immer mit dem Schwanz irgendwo ran befestigt und versucht halt neue Wege zu erkunden. Und sollte es mal passieren, dass der Ast bricht oder worauf immer es sich gerade bewegt, dass das Tier halt einfach fällt, ist der Schwanz immer noch die letzte Absicherung, sodass dem Tier nichts passiert. Das seht ihr relativ häufig auch in jungen Jahren. Das Tier krabbelt irgendwo lang, rutscht ab und dann hängt es halt nur noch am Schwanz. Da auch nicht panisch zum Terrarium rennen und das Tier irgendwie aufsammeln, sondern das Tier lernt dann dadurch, dass es dann über den Schwanz halt Sicherheit bekommt, sag ich jetzt mal, und auch darüber zurückkrabbelt. Und bei Murphy ist das genauso, wenn der dann mal da hängt, dann guckt man zwar auch, was da gerade passiert ist, aber dann sieht man schon, dass sich Murphy einmal so umdreht und sich am eigenen Schwanz quasi hochzieht und dann wieder über die anderen Äste läuft, deswegen da mal keine Panik. Eigentlich hat der Schwanz immer Kontakt zum Holz, außer es sei halt jetzt hier beim Schlafen, weil dann legt sich das Chamäleon
platt auf den Ast und der Schwanz, der hängt dann da so leicht eingerollt dahinter oder beziehungsweise gleich eingerollt runter. An sich ist der Schwanz eigentlich immer in Kontakt. Außer das Tier läuft dann jetzt mal eine gewisse Strecke, weil dann wäre es ja für das Tier auch störend, den Schwanz immer neu zu positionieren. Dann hat das Tier den Schwanz oben, aber ihr seht dann auch, dass das Tier den Schwanz, also dass das Kamel den Schwanz leicht über dem Ast hält, so ganz bisschen, damit es im größten Notfall halt noch schnell um den Ast greifen kann, sage ich jetzt mal, falls es abrutscht. So, kommen wir schon zum spannendsten Teil, und zwar, wie funktioniert die Zunge des Chamäleons? Vorweg, die Zunge ist eine Keule, sage ich jetzt mal. Das Ding sieht voll so aus wie eine Keule und hat halt so ein langes Seil, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich nicht wirklich eine Keule und ein Seil, sondern das ist alles Haut und Muskeln und den ganzen Scheiß, ne? Aber ich sag das jetzt mal einfach so, um das bildlich zu veranschaulichen. Diese Keule vorne, sage ich jetzt mal, die ist ein bisschen klebrig. Ne, und wenn das Tier auf sein Opfer schießt, stülpt sich die Zunge mit dem Klebezeugs um den Körper des Opfers. Und aufgrund dieses Seils, was da halt dran hängt, sag ich jetzt mal, kann er sein Opfer wieder zurück ins Maul schleudern. Dieses Seil hängt an dem Muskel. Diesen Muskel kann das Chamäleon betätigen. Dadurch rollt sich der ganze Spaß wieder ein. Durch den Rückziehmuskel, den das Chamäleon hat, kann das Tier dadurch das Opfer dann wieder zurück ins Maul schleudern, sag ich jetzt mal, damit es dies auch vernünftig verspeisen kann. Der ganze Angriff eines Chamäleons dauert nur wenige Zehntelsekunden. Ihr seht auch vor allen Dingen beim Füttern, dass Chamäleons unglaublich präzise arbeiten. Die wackeln wirklich so lange rum und fixieren das Tier an, bis sie wirklich zum sicheren Schuss ansetzen können. Übrigens, bei der Futteraufnahme ist der einzige Moment, dass das Chamäleon mit beiden Augen auf einen Punkt fixiert guckt, damit es vernünftig zielen kann. Ansonsten gucken immer alle Augen unabhängig voneinander durch die Gegend und scannen, ob sich irgendwas Feindliches nähert. Aber bei der Futteraufnahme ist es wirklich der einzige Moment, dass sich beide Augen treffen und sich auf einen Punkt fixieren. Ja, lustigerweise war es das schon. Ich hoffe mal, ich konnte das jetzt einigermaßen auch mit bildlichem Material füllen, sodass ihr auch ein paar Beispiele gesehen habt. Das ist zwar ein bisschen kurz, aber knackig. Wie gesagt, ich habe jetzt aktuell wieder nicht so viel Zeit leider. Deswegen muss ich auch ein bisschen vorproduzieren, weil die nächsten zwei Wochen für mich ein bisschen stressig werden, sage ich jetzt mal. Und da steht auch noch Ende September mein Geburtstag an. Ja, das sind auch immer wichtige Events, möchte ich mal sagen. Ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefallen hat und auch ein bisschen Information gebracht hat. Ich bin auch noch am Überlegen, ich habe mir das Thema rausgeschrieben, über die Anatomie eines Chamäleons genauer ein Video drüber zu machen, wo man dann noch ein bisschen genauer auf die ganzen Organe vom Tier eingeht. Das fand ich ganz spannend. Nochmal da wichtig sei dazu gesagt, ich bin halt weder Tierarzt noch irgendwie ein Profi. Ich mache diese Themen halt einfach nur, weil ich es so spannend finde. Dann lese ich mir dann was dazu durch, gleiche meine Informationsquellen mit anderen Informationsquellen ab und das, was sich halt weitestgehend überschneidet, nehme ich als sichere Quelle und schreibe es halt auf. So, daher nochmal, ne, als Erinnerung, ne, ich bin weiß Gott kein Profi. Ich habe zwar mit Chamäleon seit 2012 zu tun, aber ich bin weit davon entfernt, mich als Profi identifizieren zu können. Deswegen, es ist alles auf Hobbybasis, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Solltet ihr Familie, Freunde, Bekannte haben, die sich auch für das Thema interessieren, könnt ihr denen gerne das Video vorschlagen. Ansonsten Verbesserungsvorschläge immer gerne in die Kommentare hauen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage bis dahin, macht's gut. Tschüss! I've got a question, if you'd hear me out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure, make no mistake, that we are